ja, seit einer Woche ist Herr Cottbus so ein bisschen auch teilweise wieder in die bundesweiten Schlagzeilen geraten. Corona-Fall durch Mallorca-Rückkehrer. Wie ist denn jetzt allgemein die Situation hier in der Stadt? Also uns sind aktuell mit heute Stand 12 Uhr keine weiteren Corona-Fälle erstmal bekannt. Natürlich kann sich das tagtäglich ändern. Die Urlaubsrückkehrer sind zu erwarten. Die Ferien gehen zu Ende. Wir haben weiter alles sehr gut unter Beobachtung und auch unter Kontrolle. Selbstverständlich wird es immer wieder auch Diskussionen geben, was Großveranstaltungen betrifft, gerade sportliche Events. Dort folgen wir ganz klar den Empfehlungen und den Festlegungen des Landes Brandenburg, weil wir natürlich als Pflicht auch haben, die Bevölkerung hier vor Ort auch ein Stück vor weiterer Ansteckung zu schützen. Insofern bitten wir da auch um Verständnis, wenn das eine oder andere etwas strenger noch gehandhabt wird. Können Sie mal greifbar machen, was jetzt eigentlich auch passiert? Ich habe gesehen, also jetzt müssen ja ganze Behörden auch im Ausland eben diese Kontaktrückverfolgung, gerade Mallorca, Flugreisende, also das ist ja ein behördlicher riesiger Aufwand, oder? Das ist ein riesiger Aufwand, der natürlich die Behörde jetzt erstmal trifft, wo, ich sag mal, der Verdachtsfall vermutet wird, dass er dort eingetreten ist, in dem Falle Mallorca, sprich die spanischen Behörden sind jetzt natürlich gefragt, wie gehen sie damit uns das, um. Das kann uns natürlich genauso betreffen, wenn jetzt hier Rückmeldungen von Ausländern kommen, die, wenn sie in ihr Heimatland zurückgekehrt sind, dann hier anzeigen, sie haben ein Virus oder sind erkrankt, dass wir dann diese Kontrollmaschinerie in Gang setzen müssen. Ja, darauf sind wir eingestellt, aber ich muss auch sagen, natürlich sind auch da die Ressourcen begrenzt. Wir sind deswegen ja sehr gespannt, wie sich das in den nächsten Tagen und Wochen jetzt hier gestaltet, aufgrund eben halt der Heimkehrer aus dem wohlverdienten Jahresurlaub. Ja, und vielleicht noch kurz Stichwort Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten. Also Risikogebiete, ich glaube, das ist selbstredend, dass man eigentlich schon selbst, man hat ja nicht nur für sich, für seinen Körper Verantwortung, sondern auch Verantwortung für seine Mitmenschen, ob das der Arbeitskollege, ob es der Nachbar ist, ja, oder selbst auch, wenn ich irgendwo im Freundeskreis bin, auch für meinen Freund. Und insofern muss ich, und deswegen ganz klare Botschaft, ja, wer aus Risikogebieten kommt, sollte und muss auch untersucht werden, ob er von diesem Virus befallen ist oder nicht. Und nochmal, das muss man ja auch fairerweise sagen, ein Virusbefall hat ja noch immer noch nicht zur Konsequenz, dass man jetzt auch so erkrankt, dass man jetzt auf Intensivpflege im Krankenhaus angewiesen ist. Es dient zum Schutz der Persönlichkeit, deswegen halt auch dann die Quarantäne und dass man dann auch sehr gut unter ärztlicher Beobachtung steht und vielleicht das eine oder andere dann auch zur Rekonvaleszenz für sich selbst nutzen kann.